Podcastin, der feministische Wochenrückblick mit Isabel Rohner und Regula Stempfli. Das Auge macht das Bild, nicht die Kamera. Mit diesem schönen Zitat von Gisele Freund, der großen, berühmten Fotografin, wollen wir starten in unserer Die Podcastin-Folge zu Fotografinnen. Hallo nach München, liebe La Stempfli. Hallo, Rohnerin nach Berlin. Schön, dich zu hören. Ja, gleichfalls. Ich habe mich die ganze Woche wieder drauf gefreut. Gell? Ja, ja, und vor allem, wir haben ein ganz spannendes Thema. Darf ich aber schnell mit einem Frust der Woche beginnen? Wenn's unbedingt. Okay ist? Vergib die goldene Gurke. Haben wir schon nein, nein, nicht mehr so gemacht. Schlimm ist es nicht, weil es betrifft eine Freundin und einen Freund von mir. Und ich möchte es einfach erwähnen, weil es tut ja nicht weh, was die Feinde oder Feindinnen dir antun, sondern es ist immer sehr schmerzlich zu realisieren, wenn die Freunde und Freundinnen nicht mitziehen. Also wie, ich sage ja auch immer als Philosophin, ich möchte verstanden werden. Und ich merke, wie mir es immer schwerfällt, wenn ich nicht verstanden werde. Dann fühle ich mich wahnsinnig einsam. Auf jeden Fall, im Literaturhaus Zürich gab es vor Dienstag, glaube ich, ein wunderbares Gespräch, das ist immer noch online, werde ich auch vernetzen, ein wunderbares Gespräch der großen Ruth Schweikert und Giuseppe Gracia, dem Kolumnisten von Blick, also Ruth Schweikert, Autorin, Giuseppe Gracia, der auch der PR-Sprecher des Bistums in der Schweiz, also sehr konservativ. Und eigentlich ist war es ein tolles Gespräch unter dem Titel «Die Grenzen des Sagbaren». Ich war aber mich dann, da gab es einen Moment auch mit dem, und das ausgerechnet im Literaturhaus Zürich, da gab es einen Moment, wo auch der Moderator gesagt hat, ja, also eben die Frauenwerke sind ja nicht so groß, sind ja nicht gut verteilt und es gibt eigentlich keine große Frauenliteratur. Und Giuseppe Gracia sagte, doch, das wird es dann geben, wenn es eben große Frauenliteratur gibt. Und Ruth Schweikert hat da nicht reagiert, obwohl sie ja sehr feministische Positionen hat. Und dann war ich einfach wieder sprachlos, weil die Grenzen des Sagbaren sind nicht links und rechts und nicht bei der politischen Correctness, sondern bei der, auch im Jahr 2020, Verkennung des Prozesses, Frauen unsichtbar zu machen, zu verleugnen, zu vergessen, nicht hervorzuheben. Und nochmals, ich mag beide Menschen, also Ruth Schweikert und Giuseppe, sehr. Ich bin auch mit ihnen befreundet. Und das meinten sie gar nicht böse, sondern es ist einfach das, was sie gelernt haben, was sie wenig reflektieren, das, was in den Medien, oder es sind beides auch Medienmenschen, also Ruth Schweikert, neben ihren Büchern schreibt sie auch eine Kolumne in der NZZ am Sonntag. Und ich finde das ganz wichtig, dass wir das auch erkennen innerhalb unserer eigenen Reihen, dass sich solche Denkmuster wahnsinnig verfestigen. Das hat mich schon getroffen. Eben. Und ich möchte Ihnen nicht zu nahe treten, also versteht mich nicht falsch, weil ich finde, beide machen wichtige Dinge, haben wichtige politisch, also sie gehen auch beide in unterschiedlichen Positionen das Wagnis der Öffentlichkeit ein. Ich finde auch, Ruth Schweikert hat absolut ein Recht auf individuelle Herangehensweisen punkto Frauengeschichte und so weiter. Alle haben das, ja. Ne? Ja, ja. Genau, genau. Aber ich bin froh, konnte ich das so ausdrücken. Es tut mir leid, wenn es ein bisschen komisch rüberkommt, aber ich fand, weil das Gespräch, ich finde, die Grenzen des Sagbaren ist ja so ein Medienthema, oder? Und das ist einer der besseren Gespräche zum Thema, aber eigentlich das wirkliche Thema, nämlich die Grenzen des Sagbaren für Frauen war offensichtlich. Aber weißt du, das hat wahrscheinlich auch damit zu tun, was verbindet unsere Gesellschaft, was verbindet unser Kanon mit diesem Adjektiv groß oder bedeutend, große Frauenliteratur, bedeutende Frauenliteratur, groß und bedeutend, definiert sich immer vor dem Kontext der Gesellschaft und ihrer Geschichte. Und das, was groß und bedeutend war und ist, ist sehr, sehr stark männlich definiert. Genau, heteronormativ. Ja, ich glaube, dazu kommen wir auch, wenn wir über Fotografinnen sprechen. Ne? Also was ist große Fotografie? Was wird in der jeweiligen Zeit als fotografierenswert definiert? Ne? Sehr schön.
Genau, was wird als fotografierenswert? Ah, super. Das muss ich mir gerade notieren, sonst vergesse ich es dann wieder. Dann erzähle ich dazwischen noch ein bisschen hast Trash. Ja, genau. Hast du noch was? Ich habe nur was ganz Kurzes, was mich gefreut hat, was ich heute in der Zeitung gelesen habe. Nämlich, es wurde vom Disney-Konzern angekündigt, dass Regie führen wird beim nächsten Star Wars-Film. Patty Jenkins. Eine Regisseurin, zum ersten Mal in der Geschichte von Star Wars. Tada. Patty Jenkins kennen wir wahrscheinlich als Regisseurin von Monster 2003. Mhm. Diesem gruseligen, beklemmenden, erschreckenden, guten, fantastischen Film mit Charlize Theron, wofür sie auch den Oscar bekommen hat. Und Patty Jenkins hat Wonder Woman gemacht, also ist so in der Riege der Blockbusters aufgenommen. Ich bin ganz gespannt, also warum erzähle ich das? Ich frage mich nämlich, wie reagiert die Star Wars Community auf diese Ankündigung? Ich erinnere mich an 2016, als die neue Ghostbusters-Verfilmung rauskam. Ein Film, den ich brüllend komisch fand. Ich habe ihn schon mehrfach gesehen. Ich liebe Trash. Der so unfassbar umstritten war, bevor er anlief schon, weil alle Ghostbusters von Frauen gespielt wurden. Genau. Ne? Und die Community schlicht und ergreifend ausgerastet ist. Ghostbusters ist eine Tradition für kleine Jungs und größere Jungs. Und da haben Frauen nichts zu suchen. Also massive sexistische Shitstorms damals vor dem Start von Ghostbusters. Ich werde das sehr aufmerksam jetzt verfolgen, wie es mit Patty Jenkins Übrigens geht es auch Ocean 8, heißt es, glaube ich. Weißt du, wo wie Ocean's 11 und so, wo die großartigsten Frauen, Rihanna zum Beispiel, auch mitspielt. Und ich fand den super. Und der wurde ja so gedisst in der, im Feuilleton und in der Kinokritik. Und wir in der Familie mit und dann mit den Studierenden habe ich das extra geguckt, oder? Also als wir mal quasi so einen Feiergucker hatten. Und alle fanden es großartig. Und der wird so gedisst, oder? Also quasi eben von der Male Community. Das ist schon die Macht, der Definition von großen Frauenwerken, selbst wenn sie extrem gut sind, oder? Ja, wobei Ocean's 8, ich auch fandest nicht. Fandest du das nicht? Ich habe den geguckt, weil ich sehr neugierig war. Ich habe den in meinem Flugzeug geguckt, als es noch möglich war zu fliegen. der war schon sehr mainstreamig, ne? Also die Frauen entsprachen halt dem Hollywood-Schönheitsideal und wurden so inszeniert. Und auch vom Drehbuch her, von der Thematik, war es kein Sprengen von Frauenrollen beispielsweise. Und Ghostbusters war ja rigoros, ne? Aha, also das war ja nur eine Erweiterung. Genau, wenn es um Sprengen geht. Aber ich finde, wenn es um unterhaltsame Diebstähle geht, fand ich das weit vorne, aber wir wollen ja über Fotografinnen diskutieren. Wir können immer über alles diskutieren, das macht uns ja aus, auch unsere, wie sich so Gespräche entwickeln. Aber lass uns zu Fotografinnen kommen. Klar. Genau, da habe ich auch ein Zitat mitgebracht, und zwar von einer ganz alten Fotografin, also die ist 1898 geboren. Die habe ich weiter recherchiert, die kannte ich gar nicht. Bernice Abbott, 1898 bis 1991, und ihr Zitat, großartig: Die Fotografie wird niemals erwachsen, wenn sie andere Medien imitiert. Sie muss ihre eigenen Wege gehen und stets ganz bei sich sein. Könnte eigentlich auch auf Frauen angewendet werden und nicht nur auf die Fotografie. Total. Kanntest du Bernice Abbott? Nee, kannte ich nicht. Die ist wahnsinnig bekannt. Also die hat wahnsinnige Arbeiten gemacht. Ich finde das immer erstaunlich. Die war Bildhauerin in Paris. Sie war Assistentin vom Surrealisten Man Ray, also schon als ältere Frau, oder? Weil sie ja so früh geboren ist. Sie fertigte die wichtigsten Porträts von James Joyce, Mary Lawrenson, Coco Chanel, Dunia Burns an. Und jetzt haltet euch fest, sie kriegte ein
eigenes Atelier in Paris von Peggy Guggenheim, die übrigens auch immer Frauen über 50 gefördert hat. Oder wenn du dir heute vorstellst, ein Kunststipendium einzugehen als Frau über 50, das wäre eine Unmöglichkeit. Das gibt es ja gar nicht. Ne? Die meisten haben ja so eine Altersgrenze 40. Ja, genau. Sie hat das ist schon uralt. Sie hat die Stadtveränderungen in New York dokumentiert. Sie ist die Chronikerin der zerstörten Gebäude und sie hat an meiner New School for Social Research, also die dann auch Hannah Arendt unterrichtet hat, dort hat sie unterrichtet, aber erst 1968 kaufte MoMA ihre Fotografien und erst 1983, also da war sie schon 85, wurde sie Ehrenmitglied Museum of Modern Art. Aber immerhin, und da sehen wir, das Thema wird uns beschäftigen, in den 70er Jahren waren Frauen in der Fotografie führend und wurden auch entsprechend honoriert. Sie wurden einfach in den letzten 30 Jahren verleumdet, vergessen, zerstört. Sie konnte, 1977 hat sie an der Documenta Kassel teilgenommen und 2016, also vor 4 Jahren, gab es im Gropiusbau eine große Ausstellung. In Berlin, ja. Ah, da habe ich die Plakate, ja, jetzt, ich erinnere mich. Aber darf ich noch schnell, bevor wir weitergehen, die ersten Fotografinnen, die sind ganz wichtig, die werden auch, sind überhaupt nicht bekannt. Ich habe ja unter meinen Studierenden im Designbereich viele Fotografen und Fotografinnen ausgebildete und die waren fasziniert, als ich da so gemailt habe über die Fotografinnen, wie eben quasi der Kanon diese Frauen völlig nicht erwähnt. Anna Atkins, haltet euch fest, 1799. 1799 bis 1871. Übrigens fällt mir auf, die Fotografinnen leben extrem lange. Also 1799 bis 1871. Und sie hat mit dem Herschel die Blue Tints Technologie entwickelt. Frag mich bitte jetzt nicht, kluge Isabel, was das genau ist. Ich weiß nur, dass sie das eben mitentwickelt hat und wahnsinnig tolle, offensichtlich in dem Gebiet Botanical Illustrations gemacht hat. Dann ähnlich auch Gertrud Käsebier, 1852 bis 1934, auch sie ist alt geworden. Sie hat die Fotografie als Kunst etabliert. Vor ihr, also außer ihr hat das niemand gemacht, außer eben die Frauen. Weißt du, im Eingangs deinem Zitat, was wird überhaupt fotografiert? Mhm. Und dann die letzte, wirklich alte Frau, die niemand mehr kennt und die aber in ihrer Zeit, das ist ganz wichtig festzuhalten, also alle Fotografinnen, die wir heute erwähnen, also sind in ihrer Zeit sehr geschätzt worden, sehr verehrt worden von Männern und Frauen, vom Kunstbetrieb, vom Journalismusbetrieb, von quasi diesem progressiven Gefühl vor dem Ersten Weltkrieg, oder? Des Aufbruchs, das eigentlich alles möglich war. Und die älteste ist Julia Margaret Cameron. Hast du die gefunden bei der Recherche? Auch nicht. Nee, war auch nicht mein Fokus. Ich bin nein, fasziniert, was du erzählst. Ja, eben die Julia Margaret Cameron. Sie wurde 1815 in Kalkutta geboren, also im viktorianischen Kolonialreich, und ist 1879, eben auch sie wieder ziemlich alt, in Kalurata, im damaligen Ceylon, gestorben. Und sie ist auch so eine großartige, die Biografie ist wahnsinnig. Sie hat erst im Alter von 48 Jahren, als sie ihre 6 Kinder erzogen hatte, sie war mit einem Kolonialisten, also einem Bürokraten im Kolonialreich, dann verheiratet, der war 20 Jahre älter. Und erst als sie dann wieder zurückkamen, 1848 nach London, hat sie zu fotografieren begonnen und sie wurde die berühmteste Fotografin ihrer Zeit. Sie fotografierte sie alle, Darwin, Carlyle, Tennyson, Wordsworth und so weiter und so fort. Sie war extrem selbstbewusst. 1870, sie hat mich ein bisschen an mich erinnert. 1870 bis 1875 hat sie einfach auf Eigeninitiative ihre Fotos, ihre Bilder an Victor Hugo geschickt, mit der Bitte, er soll doch mal ein Werturteil abgeben, weil sie ihn so schätzte. Und der war zuerst ein bisschen unwirsch, aber dann war er so fasziniert und er meinte, niemand hätte je die Strahlen der Sonne, das Licht so eingefangen und genutzt wie sie. Fantastisch, nicht wahr? Wow, spannend. Und geil ist natürlich, dass die Photographic Society in Great Britain, sie, obwohl sie wirklich die beliebteste Fotografin war, nicht aufnehmen wollte, weil sie
behaupteten, ihre Bilder seien viel zu unscharf, also sie seien nicht sehr technisch perfekt oder waren sonst einfach absolut gemein. Und Julia Margaret Cameron war dies Piep egal, sie sagte öffentlich in der Zeitung, eine derartige Kritik sei so offensichtlich unangebracht und ungerecht, dass sie nie von irgendwem und schon gar nicht von einer solch talentierten Frau, wie sie es sei, übernommen werden sollte. Sagst du gerade noch mal, wann sie gestorben ist, in welchem Jahr? 1879. Spannend. Weißt du, aber eben so früh. Also das sind die, ich glaube, das sind meine Ältesten. Die Imogen Cunningham, 1883 bis 1976. And she's just fantastic. Sie hat 1913 das Manifest der Fotografie als weiblicher Beruf publiziert. Also Manifest for Photography as a Profession for Women. Und das in 1913. Das passt eigentlich zu dem, was ich dir ein bisschen erzählen wollte. Ansatz war ganz anders diese Woche. Mhm. Vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer zur Info. Also ja. La Stempfli und ich kennen uns wirklich nicht und wir telefonieren nicht. Ne? Wir hören uns wirklich nur während der Folgen. Der Vorschlag, diese Woche über Fotografinnen zu sprechen, der kam von La Stempfli per SMS. Und ich habe direkt zurückgeschrieben, ja, cool, super, geil, interessiert mich. Mit der Überzeugung, dass ich hier eigentlich wenig Ahnung habe und ganz viel Neues lernen werde, weil La Stempfli so tief, tief, tief in der Materie ist. Und dann habe ich mich gefragt und war viel spazieren in den letzten Tagen, was sind eigentlich Bilder, die ich kenne? Berühmte Bilder. Und jetzt gut, immer wenn ich über irgendetwas rede, komme ich früher oder später auf die Frauenbewegung des 19. Jahrhunderts zu sprechen. Ne? Und so ist es auch hier. Du kennst garantiert dieses berühmteste Gruppenbild der Akteurinnen der Frauenbewegung in Deutschland aus den 1890er Jahren, wo man Anita Augsburg, Marie Stritt, Lilli Braun, Minna Kauer und Sophia Goldsticker nebeneinander sieht, alle aufgereiht, alle so ein bisschen im Seitprofil und alle haben so einen Stift in der Hand oder einen Stift an den Lippen. Ein super dynamisches, sehr modernes, sehr, sehr auch humoristisches Bild der Selbstinszenierung. Und natürlich stammt dieses Bild, wie so viele Bilder der Akteurinnen der Frauenbewegung, aus einem damals ganz, ganz innovativen und berühmten Atelier, nämlich dem Atelier Elvira in München. Wunderbar. Und dieses Atelier Elvira, das wurde 1887 gegründet von Anita Augsburg, die ja nun eine der zentralen Figuren der Frauenstimmrechtsbewegung war in Deutschland, und ihrer damaligen Lebensgefährtin Sophia Goldsticker. Und die waren so erfolgreich mit diesem Fotoatelier, dass sie wenige Jahre drauf eine Zweitfiliale aufgemacht haben in Augsburg und also richtig erfolgreiche Unternehmerinnen waren als Fotografinnen. Und in diesem Atelier sind die Porträts, die ikonischen Porträts von Ricarda Huch entstanden, von Heinrich und Thomas Mann, um auch mal Männer zu nennen, ne? Von Hedwig Dohm natürlich auch, von Helene Lange. Also Fotografie als Arbeitsfeld, als Betätigungsfeld unternehmerischer Frauen der Frauenbewegung, das fand ich mehrfach, ne, in der Geschichte, und das finde ich hochspannend. Absolut. Und ich finde, was du sagst, passt eben. Die Welt der Fotografie wäre nichts ohne die entscheidenden Frauen in der Fotografie. Die Welt des Digitalen heutzutage wäre nichts ohne die Frauen in der digitalen Geschichte. Mhm. Wie immer bei neuen Techniken sind die Frauen zuvorderst. Immer, weil sie sind ausprobiert, die Technik, also Fotografie galt auch im Vergleich, wurde sehr oft und lange eben immer im Vergleich mit der Malerei gesehen, und es sei doch keine Kunst und nur die Banalen und die Dummen würden sich der Fotografie widmen. Es gibt ein wahnsinniges Zitat von Charles Baudelaire, wo er eben quasi genau das sagt, nur die Banalsten und die Dümmsten würden sich einem solchen Medium zuwenden. Und eben ohne Frauen, die Frauen sind immer zuvorderst, wenn es um die neuen Techniken geht, bevor
die Technik Macht, Ruhm und Einfluss bringt. Erst dann kommen dann die Männer als Herrscher der neuen Technik, sie werden dann auch gefeiert und alle ihre Vorgängerinnen, von denen sie gelehrt haben, werden dann verleumdet. Zum Beispiel auch die Street Photography ist Sozialreportagen, Reisebücher, Fashion. Es sind alles Fraueninnovationen. Bei der Street Photography gibt es beispielsweise die 1913 geborene Helen Levitt bis 2009. Eben, sie werden wirklich alt, das ist großartig. Sie ist die berühmteste und zugleich unbekannteste Fotografin ihrer Zeit. Sie ist die Chronistin des New Yorker Straßenlebens. Sie hat einen wunderbaren Blick für Alltag und Surrealismus und sie kriegte 1950 den Oscar für das beste Originaldrehbuch, beste Dokumentarfilm, also filmen konnte sie auch. Und auch hier die Documenta hat 1997, als die Frauen noch ganz wichtige Rollen spielten, oder die letzte Jahr, als die Frauen noch wichtige Rollen spielen durften, hat sie eingeladen. Also Helen Levitt ist großartig und eben sie gilt mit Margaret Burke White und Shirley Baker so als diese Street Photography. Und Street Photography ist genau, ist vielleicht das, was du auch am Anfang mit dem Zitat, mit dem Auge und dem Bild besprochen hast, dass das ein was ganz anderes gesehen wird, verstehst du? Weißt du, was, also das ist ein Aspekt, der passt gut. Also Street Photography heißt ja, das Leben zu fotografieren. Das Leben ist aber ein, also man entscheidet sich ja als Fotograf oder Fotografin, was das Leben ist. Also eine Fotografie bildet ja nicht die Realität ab, sondern ist eine Entscheidung für einen Ausschnitt der Realität. Das heißt, eine Fotografie ist immer die Interpretation der Person, die fotografiert. Und deswegen ist es ja so wichtig, auch zu gucken, was haben Frauen fotografiert. Man stellt ja dann relativ schnell fest, gerade in den, was du skizziert hast mit der Street Photography, aber auch mit, ich nenne es jetzt mal, sozialen Themen. Sozialreportage, das ist ja, gut, genau. Fotojournalismus und die Sozialreportage von Frauen erfunden, absolut. Da unterscheiden sich in vielen, vielen Fällen die Sujets, für die sich Fotografinnen entscheidet haben, von denen, für die Zeitungen, Zeitschriften viel Geld ausgegeben haben, weil sie von Männern kamen. Ne? Also es gibt eben häufiger Fotografinnen, die in den Blick nehmen Dinge, die als nicht interessant gelten. Also Zwischenmenschliches. Und sie wirken, also sie konnten, also Fotografinnen konnten noch politisch wirken. Also ich habe da ein Beispiel, das ist ganz wichtig für The New Deal. Wir gehen zurück, Dorothea Lange, 1895 geboren, bis 1965 gelebt. Sie wird als Jüdin in Deutschland geboren, also assimiliert, als Deutsche. Wunderbarer Name, sie wird, ihr originaler Name ist Nutzhorn. Sie hat eine Kinderlähmung und die macht ihre Kindheit und Jugend sehr einsam. Und dann haut sie aber ab mit 19 nach San Francisco, gründet einen Camera Club und sie fotografiert die Lebensbedingungen der unteren Schichten, der sogenannt anderen, der POC. Und jetzt hat sie im American Exodus diese große Dokumentation des Dust Bowls, der Hungersnöte, die auch von Steinbeck im großen Roman Die Früchte des Zorns beschrieben wird, hat sie eines der wichtigsten Bilder, der eben diese Sozialreportage, diesen Fotojournalismus gemacht mit Florence Owens Thompson als Migration Mother. Und dieses charismatische Bild, wo du die Frau, die Mutter als Subjekt siehst mit ihrem Kind, also so dieses wirklich ikonografische des Elends und trotzdem diese Würde und den Überlebenswillen, diese Machbarkeit, diese Praxisorientiertheit, diese Reformorientiertheit auch von Frauen, hat sie wahnsinnig eingefangen, wahnsinnig toll. Das müsst ihr alle nachschauen, Migration Mother. Und toll. Ich erwähne dies nur, weil ohne diese Sozialreportagen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ohne diese Sozialreportagen wäre der New Deal unter FDR mit seiner Frau, also vor allem die Eleanor Roosevelt, die sehr vernetzt war eben in der Frauenbewegung und die wusste, wie eigentlich Politik zu machen wäre. Ohne diese Sozialreportagen wäre der New Deal nie so
leicht durchgekommen, wie eben dank dieser Öffentlichkeit, die diese Frauen, also vor allem eben Dorothea Lange, ermöglicht hat mit der sozialen Reportage. Also es sind alles so Blickwinkel und Geschichten, die werden nicht erzählt. Super interessant. Und das New Deal 1936, das hat eigentlich den Kapitalismus gerettet. Also das ist ja der New Deal. Wir denken ja jetzt auch im 2020, eigentlich bräuchten wir einen New Deal. Und der wurde ja abgeschafft. Der hat es ja gehalten. Der hat ja den Kapitalismus zum Wohlfahrtsstaat gemacht, eben aufgrund und zum Reformstaat. Oder? Nicht zum revolutionären Staat, sondern zum Reformstaat. Und der wurde ja abgebaut unter Bill Clinton, hat das begonnen 1994 und dann 96 bis jetzt. Und das sind wahnsinnig spannende Geschichten, Blickwinkel, die auch sehr viel über die politische Geschichte erzählen. Nämlich, dass wenn wir den Blick mal wechseln würden von diesen starken Helden und den Männern und wie kommt es eben zum New Deal als politische Geschichte zu erzählen, sondern als Sozialreportage, dann stoßen wir sofort auf die entscheidenden Frauenfiguren der Zeitgenossen und dieser Zeit, die übrigens auch von den Zeitgenossen und Zeitgenossinnen als sehr wichtig anerkannt wurden und auch dokumentiert. Das ist ja etwas, was wir uns heute fast nicht mehr vorstellen können, wo nichts mehr ohne Bilder transportiert wird. Ne? Ja. Und wo bei jedem Post in den sozialen Medien es in der Theorie heißt, nichts wird gelesen, wenn nicht ein Bild dabei ist. Mhm. Also diese zunehmende Visualisierung war ja einfach weit weniger stark in der Mitte des letzten Jahrhunderts. Und davor noch weit weniger. Also ich habe als Zahl mal gefunden für den deutschen Raum, dass das erste Foto in einer Zeitschrift erst 1883 abgedruckt wurde, ne, so in einer Massenzeitschrift. Mhm. Und also vorher, ne, viel, viel Text und diese Chance, etwas, was geschrieben steht, zu unterstützen mit was wird gezeigt. Das ist ja noch relativ jung. Also ich habe ja absolut, ich habe ja philosophisch und politologisch dazu eine eigene Theorie entwickelt, nämlich es gibt in der Politologie die sogenannte. Hätte mich gewundert, wenn nicht. Ja, aber ich werde ja auch so alt dann wie die Fotografinnen. Yeah! Und habe ja enorm viel Energie, also in force de la nature. Nein, es ist ganz wichtig, weil ich habe in, also es gibt von Nölle Neumann, die eine schwierige Biografie hat, weil sie mit den Nationalsozialisten zusammengearbeitet, aber eben das ist eine andere Geschichte, aber sie hat eine der wichtigsten Theorien in der Politikwissenschaft, die Schweigespirale, formuliert. Mhm. Und das heißt eben, dass es gewisse quasi so Tabuthemen oder eben es gibt die Grenze des Sagbaren. Ich möchte da nicht groß drauf eingehen. Das kann man auch nachlesen und es gibt viele Artikel dazu. Ich habe aber dazu 2007 die Theorie der Blindspirale entwickelt, aufgrund dessen, was du genau erklärt hast. Nämlich die Verbilderung der Welt, die Eroberung der Welt als Bild, die echte Bilder und falsche Körper vermischt. Also ich habe es dann immer auch wieder gezeigt, dass Bilder, die Eroberung der Welt als Bild bedeutet ja eigentlich, dass sich Menschen, Kulturen, Gesellschaften Bilder geben, sie Bilder auch nehmen, aber die Bilder, es ist ja ein reziproker Resonanzbereich, also wir machen Bilder und die Bilder erobern uns dann wieder. Mhm. Ist es manchmal ja, manchmal nicht. Ja, glücklicherweise. Und wir sind ja große Bilderbrecherinnen, hoffentlich. Also und vor allem auch unsere Fotografinnen sind ja auch unsere Künstlerinnen, die wir entwickelt haben. Das sind große Brecherinnen, Veränderinnen in der Collage. Sie denken, sie initiieren den Blick, den Ausschnitt ganz anders. Mhm. Und wer den Ausschnitt hat, hat eigentlich auch das Bild und die Macht. Das ist ganz wichtig. Ja. Habe ich direkt eine Idee zu? Also nochmal dieser Aspekt, das Foto als Möglichkeit der Selbstinszenierung, des Transportes eines Selbstbildes, also an dem Beispiel des Gruppenbildes der frühen Frauenbewegung. Aber es gibt ja auch, natürlich viele, viele weitere Bilder, die das zeigen, aber eins, woran ich jetzt gerade denke, ist Hitlers Badewanne.
Auch wow. Das. Ja, das nehmen wir das aus unserem Podcast-Bild, habe ich schon gedacht. Ja, gerne. Also alle, die das nicht kennen, bitte mal googeln. Ja. Das Bild Hitlers Badewanne stammt von der Fotografin Lee Miller. Mhm. Lee Miller war Kriegsfotografin unter anderem für die Amerikaner unterwegs nach Ende des Zweiten Weltkriegs oder direkt am Ende des Zweiten Weltkriegs war sie in Berlin. Sie hat die Befreiung von KZs auch dokumentiert, fotografisch und begleitet und hat in Hitlers Privatwohnung Fotos gemacht. Mhm. Und diese Fotos sind hochspannend und natürlich komplett inszeniert. Also es sind Kunstwerke, mit denen sie uns etwas sagen will, erzählen will. Genau. Und das berühmteste ist Hitlers Badewanne. Man sieht ein aus unserer heutigen Sicht wirklich biederes weißes Badezimmer. Lee Miller nimmt da ein Bad in dieser Badewanne von Hitler. Hinten auf dem kleinen Absätzchen der Badewanne steht ein Porträt von Hitler. Mhm. Und vor der Badewanne stehen ihre schlammigen, verdreckten Army Boots, mit denen sie vorher durch die KZs gestiefelt ist. Mhm. Man sieht diese Schlammspuren auch auf dem kleinen, biederen Badezimmerteppich, diese schlammverdreckten Fußsohlenspuren, dann diese riesigen Stiefel und ihre Klamotte, ihre Militärklamotte, die da auf der Seite auf einem Stuhl liegt. Und inmitten dieser Szenerie, die ihm ganz viel erzählt, ne, also die ganz viel Vorgeschichte erzählt, diese schöne Frau, die ein Bad nimmt. Mhm. Und natürlich wurde das auch reduziert mit, Lee Miller war ja mal Fotomodel und hahaha. Aber dieses Bild ist eben von vorn bis hinten inszeniert und erzählt uns eine ganze Geschichte des Elends auch. Ne? Ja, es ist die Transformation, es ist eigentlich der endlich Sieg über den Nationalsozialismus. Ich finde das großartig, also eben Gewalt ist männlich und die Demokratie ist weiblich. Und übrigens, punkto Schönheit, also Lee Miller war 45. Damals durfte Mann und Frau noch 45-jährige Frauen inszenieren in der Badewanne. Das ist ja heute wird das ja ganz anders gemacht, oder? Also in der Ikonografie. Wir erobern es uns wieder zu. Ja, sie ist im Pantheon, sie ist wirklich im Pantheon der Unkonventionalität, ihr ganzes Leben, ihr ganzes Selbstvertrauen, ihr ganzer Blick, ihr wahnsinnig toll. Sie wurde aber auch anerkannt. Also sie ist jetzt eine, die nicht verleugnet und vergessen wurde. Aber sie hatte einen Stand. Sie war aber auch immer wieder unsicher. Aber sie ist großartig, ja. Entschuldigung, du wolltest erzählen noch von. Naja, also die Frage des Vergessens können wir, glaube ich, noch nicht beantworten. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wann sie gestorben ist, aber ich glaube, das war 77. Mit 77 Jahren, ja. Ja, gut, dann. Sie wurde natürlich in den 80er Jahren, und jetzt sind wir wieder bei den 1980er Jahren, also da kommt auch ganz große Fotografin. Also wir haben so verschiedene Wellen der großen Fotografinnen, die auch zeitgenössisch aufgenommen werden. Das ist eben die Welle gerade am Anfang der Fotografie von 1800 bis 1900. Dann gibt es eine große Welle von 1900 bis 1930, so bis 1935, eben die ganzen Sozialreisereportagen von den großartigen Frauen, Stimmrechtlerinnen, Feministinnen, engagierten Frauen, Müttern, die eben die Sozial-Wirtschafts-Depression auch dokumentieren wollen, und zwar mit dem ganz klaren Ziel, um das Elend der Frauen zu zeigen. Da fällt auch die Prohibition, die auch immer ganz falsch erzählt wird, weil die Prohibition war ganz wichtig zu dokumentieren, weil die Gewalt, die sexuelle und die physische, die sexuelle Gewalt und die psychische Gewalt, Entschuldigung, das wollte ich sagen, eben auch von den Fotografinnen dokumentiert wurde. Und dann gab es eben noch gerade im Krieg die Kriegsfotografinnen, die ganz bekannten, und da dürfen wir die Gerda Taro nicht vergessen, die kennst du doch, im Spanischen Bürgerkrieg. Die kenne ich, ja. 1910 in Stuttgart geboren, auch eine dieser wunderbaren jüdischen Deutschen, und im 1937 im Spanischen Bürgerkrieg ermordet. Sie gilt als eine der größten Kriegsfotografinnen. Und Robert Capa war ja unglaublich berühmt. Er wurde nach ihrem Tod unglaublich berühmt. Er war ihr Liebhaber und hat, ganz klar, ganz viele Bilder
von Taro als die Seinen ausgegeben und sich so seinen Ruhm machen. Ja, und das gab. Was das für ein Drecksack. Ja, und es ist, und weißt du, wann das bekannt wurde? 2007. Nee. 2007, also noch nicht so lange, wurde ein Koffer in Mexiko mit Bildnegativen gefunden. Da wurde endgültig klar, dass Capa eigentlich Taros Bilderschatz unter seinem Namen veräußert hat. Und lebte der damals noch? Ja, natürlich. Nee, oder? Ja, ah, 2007 noch. Nicht, nein. Ja, also das aber hat einfach, als er seine große, ja, als er seine große Karriere machen. Auch hier, Gerda Taro war in ihrer Zeit die charismatischste, bekannteste Fotografin, auch experimentelle Fotografin, Kriegsfotografin. In ihrem Trauerzug liefen Neruda und Luis Aragon mit und Alberto Giacometti, der wunderbare Künstler, gestaltete ihr Grabmal. Und sie wurde vergessen nach 1937, obwohl sie, also der spanische Bürgerkrieg, aber die 80er Jahre gruben dann, die 80er Jahre, also wir 80er Jahre Weiber gruben Gerda Taro wieder aus. Es gab natürlich in der DDR, weißt du, wegen dem Bürgerkrieg und Sozialismus und bla bla bla, schon eine Taro-Straße in Leipzig. Und die bitterste Geschichte kommt jetzt, weil in Leipzig wurde endlich auch 2016 ein Gerda Taro-Platz eingerichtet. Also in Stuttgart gibt es einen Gerda Taro-Platz, sorry. Nein, 2016 wurde die Straße, die Taro-Straße in Leipzig, von Faschisten übermalt, bedreckt, mit Kot zur Sau gemacht, oder die Dreckssäcke. Und da haben die Journalisten und Journalistinnen vor allem auch geschrieben, sie wurde quasi wie ein zweites Mal umgebracht. Und glücklicherweise wurden die Fototafeln dann wieder restauriert. Aber wow. Das sieht Frau, die wahnsinnige, wie es so geht. Also diese Zerstörungskraft der neuen Fascho-Männerbewegung, zum Teil auch bei den Linken, dieser Hass auf Frauen, der sich dann gegenüber den wenigen Denkmalen für Frauen auch äußert. Es gibt eine Geschichte davon von Helena Janicek, das Mädchen mit der Leica, habe ich nicht gelesen. Ich habe reingeguckt und es kam mir ein bisschen schwülstig vor. Ich habe immer Mühe, wenn sich Schriftstellerinnen als Gerda Taro oder also, weißt du, als eine der Frauen, die früher gelebt hat, ausgeben. Ich finde es toll, ich finde es extrem wichtig, tolle Biografien zu schreiben, wie Loch Adler über Hannah Arendt beispielsweise. Aber, aber quasi, dass du redest als also eine fiktive Autobiografie. Ja, okay. Ja, das finde ich immer sehr schwierig. Finde ich wirklich extrem schwierig. Also ich möchte nie in einer fiktiven Autobiografie quasi sprechend sein, weil das sind nie meine Worte. Aber das nur. Ja, also 10.000-seitige fiktive Autobiografien wie über die La Stempfli sind auch sehr, sehr schwer zu verkaufen, sage ich dir aus eigener Erfahrung. Aber sag mal, natürlich könnten wir über ganz viele Frauen reden. Mhm. Tina Modotti oder auch Dora Maar. Ne? Also Dora Maar hängt in meinem Arbeitszimmer ein Bildnis von Picasso. Darüber kennen wir sie heute, glaube ich, ne? Dora Maar. Und ich denke dann immer, wie schade, dass wir so vergessen haben, dass Dora Maar, bevor sie Picasso traf, schon eine sehr bekannte Künstlerin war damals in Paris und auch eine der führenden surrealistischen Fotografinnen. Also auch da wieder ein konkretes Bild, was ich so vor mir habe. Sie hat Fotografie als Kunst gelebt und sie hat ein ganz berühmtes Bild gemacht, wo eine Hand, eine Frauenhand aus einer Muschel rauskommt. Mhm. Also so ein bisschen unheimlich, so ein bisschen spooky. Wunderschöne, tiefgehende Bilder. Mhm. Ich möchte noch erwähnen die Margaret Burke White, 1904 bis 1971, weil sie war eben wie Lynn Miller auch ein Model und sie war nicht nur wunderschön, sondern ikonografisch für die große Depression in den USA und Kriegsfotografin. Und sie hat den wichtigsten Band auch für die Nürnberger Prozesse, The Living Dead of Buchenwald, hat sie dokumentiert, oder?
Also das ist einer der erschütterndsten Bilder. Ja, sie hat auch Gandhi an seinem Spinnrad. Also sie, die ist wirklich mitten rein. Stell dir vor, also die war in Moskau 1941, oder? Sie hat ein Bestseller geschrieben 1963, A Portrait of Myself. Also hat über sich selber geschrieben, A Portrait of Myself, also double, because she made so many portraits. Oder? Also, und das finde ich großartig, das kann man lesen im Netz. Ich finde, den Text ist jetzt natürlich irgendwie so ein bisschen fremd uns, aber die Bilder sprechen wirklich für sich. Weißt du, das ist irre. Wir schütten unsere Hörerinnen und Hörer geradezu mit vielen Namen. Und ich stelle fest, also Fotografie ist ja eigentlich noch ein viel breiteres Thema als viele andere, über die wir schon gesprochen haben, weil du Fotografie als Kunst hast, als Richtung Fotografie im Journalismus. Gerade auch Kriegsfotografie ist mit, also Fotografinnen, ist ja ein Riesending. Und ich möchte den Namen gerne einmal nennen. Ne? Die Bilderkriegerin hat sie sich selber genannt. Oh, wow. Anja Niedringhaus. Die 2014 erschossen wurde in Afghanistan, einen Tag vor der Wahl. Die viele Jahre in Afghanistan war, viele Jahre in anderen Kriegsgebieten und erschütternde Kriegsbilder gemacht hat, wo sie es schafft, in einem Bild eine ganze Geschichte des Schreckens, des Grauens zu erzählen und die 2014 getötet wurde, ermordet wurde. Wahnsinn, also unbedingt, wir werden die, also ich werde alle, ich habe natürlich noch ganz viele, werde ich auch verlinken, ich möchte aber nicht, ich möchte wirklich nicht vergessen, eine der zeitgenössischen großen Fotografinnen, die Fotografie auch in Kunst transformiert hat, ist die afroamerikanische, atemberaubende Lorna Simpson, 1960 geboren. Sie macht so auch Ausschnitte, Teile von Bildmotiven und hat eine Serie unter dem wunderbaren Titel Please Remind Me of Who I Am. Und sie hat auch eine andere Serie wo sie als Afroamerikanerin in der Pose der Pin-Ups der 1950er Jahre sich quasi selbst fotografiert, eben die Selfie. Oder Themen wie Du bist gut eingestellt. Also sie ist eine derjenigen, die gerade in den 80er Jahren diese Polaroid-Drucke als feministische und antirassistische Kritik benutzt hat und wirklich gebraucht hat, wie sonst niemand vor ihr. Sie hat auch eine ganze Serie zur Casting Couch, also vor 2016 dem Weinberg sexuelle Gewalt vorgeworfen wurde. Alles 80er Jahre wurde lange, lange einfach auch, also in den 80er Jahren sehr berühmt und sehr bekannt, jetzt auch wieder. Aber dies übrigens dank einem tollen Mann, der leider verstorben ist, Okui Enveso, dem verstorbenen Kurator der Haus der Kunst in München, so habe ich sie auch kennengelernt. Der hat nämlich schon 2006 ein Buch über Lorna Simpson herausgegeben. Es ist eben immer ganz wichtig, dass die Zeitgenossinnen auch von Männern aufgenommen werden und gefördert werden. Also das haben wir ja schon mehr. Und, sorry, aber Gillian Waring müssen wir unbedingt, Jahrgang 1963. Und ich erwähne diese 60er-Jahrgänge deshalb, weil in den 80er-Jahren so unglaublich viel passiert ist, eben im Feminismus, in der Selbstdefinition, im Aufbruch. Und der dann in den 90er-Jahren, also ich würde es so ansetzen bei 1994, bei der Wahl von Bill Clinton bis 2016, bis zur Wahl von Donald Trump in den USA. Also 1994 bis 2016 mache ich eine neue historische Epoche, die ich so eingrenzen will als antifeministische Epoche unserer Zeit. Das ist ganz wichtig, weil du siehst das in ganz vielen Bereichen, unter anderem eben auch in der Verneinung und Verdrängung dieser großen Frauen, die eben seit dem 19. Jahrhundert immer wieder da waren und die wir auch alle in den 80er Jahren ausgebuddelt haben. Gillian Waring hat den Turner Prize gekriegt, 1997 immerhin, und konnte erst kürzlich die Millicent Fawcett-Statue im Parliament Square machen. Also ganz toll.
Wow, sehr spannend. Gillian Baring. Boah, wir könnten noch über so viele weitere Fotografinnen sprechen. Herlinde Kölbl, natürlich Annie Leibovitz, Katharina Bosse, um auch nochmal eine Zeitgenössin zu nennen, Professorin für Fotografie an der FH in Bielefeld. Das über das Zentrum Paul Klee haben wir noch gar nicht gesprochen, die jetzt auf ihrer Homepage Famous Swiss Photographers sammeln, 10 fotografierende Menschen vorstellen. Und wie viele Frauen sind darunter? Gerade mal eine. Und ich weiß auch, dass La Stempfli eine große Bewunderin von Shirley Baker ist, der Fotografin. Unfassbar viele Anregungen für mich. Ich weiß, wie ich den weiteren Tag nutze. Ich werde mir nämlich ganz, ganz viele Fotos angucken von tollen Fotografinnen. Ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen neugierig machen, anregen. Wenn uns das gelungen ist, haben wir genau unser Ziel erreicht. Wir hören uns nächste Woche. Das war Die Podcastin, der feministische Wochenrückblick mit Isabel Rohner und Regula Stempfli.